Und damit herzlich willkommen zur nächsten Mission der Nordkampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Wir sind in Südamerika angekommen und begeben uns zur Amazonaswüste. Verteidigen Sie Kens Forschungslabor in der Amazonaswüste Brasiliens. Oh, keine Einführung mehr. Wunderbar. Die Bruderschaft arbeitet in zwei geheimen Laboratorien an Tiberium-Waffen der nächsten Generation. Das Hauptlabor in Nordafrika wurde kürzlich von der GDI eingenommen. Das wissen wir von unserer GDI-Kampagne. Finde ich übrigens sehr, sehr schön, wie wir... Deswegen habe ich gerne immer zuerst GDI, dann Nord, weil wir oftmals viele Sachen, die von der GDI gesehen wurden, einfach mit Nord aus einem anderen Blickwinkel sehen. Aber ja, das zweite Labor befindet sich in der brasilianischen Amazonaswüste. Die GDI unterhält in der Region zwei vorgeschobene Basen und eine schlagkräftige Armee. Lange können unsere Truppen das Labor nicht mehr halten. Verteidigen Sie das Labor gegen die GDI, bis Sie selbst eine Armee aufbauen können. Schlagen Sie dann zurück und zerstören Sie die Basen der GDI. Das Labor muss um jeden Preis gerettet werden. Och, du liebe Zeit. Aktualisiert. Empfange Nachricht. In diesem Labor befindet sich ein Gerät, das für Kane sehr wichtig ist. Wir müssen es vor GDI-Angriffen schützen, koste es, was es wolle. Wir alle wissen, der Gerät schneidet das Tiberium schweißfrei. Das Raider-Buggies ermöglicht diesen die vorübergehende Deaktivierung mechanischer Einheiten. Hallo, ne. Wir dürfen nicht versagen. Entschuldigen Sie aber kein Mikromanagement, bitte, danke. Mit Raider-Buggies vor allem, ja, natürlich. Wir bräuchten was gegen Fahrzeuge. Haltet die Augen offen. Schießt auf alles, was sich bewegt. Ich werde in so einem Wartbett auf. Ernte, 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 Ernte. So. Wie diese Türme funktionieren, haben wir ja schon mit der GDI gesehen. Gehen erst kaputt, sobald der Knoten zerstört ist. Die Türme regenerieren sich wieder. Was eine sehr schöne, praktische Sache ist. So, was sagen jetzt eigentlich die Ziele? Einfach nur beschützen sie das Nordlabor. Hm, wieso habe ich so das Gefühl, dass da rechts noch was von der Map aufgedeckt wird? Ich weiß ja nicht. Reparatur läuft. Einheit wird angegriffen. Kann auch nur der deutsche Torwart an dem Fallschirm sein, der sogenannte Paranoia. Oh, Vorsicht, Räder Bagé, Vorsicht, Räder Bagé. Los geht's! Hier, Raider. Nicht der Rede wert. EMP-Angriff. Vorübergehend deaktivieren. Hm. Einheit wird angegriffen. Schnell! Ich häng sie alle ab! Warum haben wir so viele Räder? Was soll das? Ich hab was für Sie. Viel zu tun. Okay. Dann würde ich gerne mal diesen Punkt hier mit Schreddertürmen verteidigen. Weil da schießen jetzt schon Raketen raus. Auf diese Weise bin ich jetzt dann ziemlich gut geschützt. Gute Arbeit, Commander. Sichern Sie jetzt erstmal das Labor, damit Kane in Ruhe arbeiten kann. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Er braucht ein bisschen seine Ruhe, ne? Der ist gerade seine 5-Minuten-Terrine. Macht gerade Pause. Im Norden ist ein Vorposten der GDI. Zerstören Sie ihn, um das Nordlabor zu sichern. Alles klar, jetzt gehen wir in die Offensive. Was nutzen wir denn am schönsten? Möchten Sie gerne ein paar Scorpion-Panzer zum Spielen haben? Oh. Ja, da sage ich nicht nein. Scorpion-Panzer stehen in der Waffenfabrik bereit. Darf ich die auch schon upgraden mit ihrem lustigen Laser? Piu Piu? Stachel? Oh, ich glaube schon. Ich darf nämlich schon das Forschungslabor bauen. Ab da werden die nämlich erst interessant. Finde ich. Oh, au, 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 au. Au, au, du komm. Hm. Haben wir schon einen Schrein? Wir haben jetzt Kommunikationsteil für Schrein noch nicht, aber ich mache erstmal das Forschungslabor. Was steht als nächstes an? Ja gut, der Gegner hat jetzt einfach richtig viele Fahrzeuge und jetzt hier diese Geschütze zur Verteidigung. Eigentlich sollte ich wirklich hier einfach wieder Bazooka-Trupps spammen, aber wenn wir schon die Scorpion-Panzer bauen dürfen, dann nehme ich die. Aber wir können mit den Raider-Buggies eventuell ja Gebäude in der Nähe deaktivieren. Das heißt, wir könnten reinfahren mit denen, schnell die Türme deaktivieren. Und die Scorpion-Panzer machen den Rest. Voll der Plan. Ausbildung. Doserschaufel haben die auch. Heftig. Scorpion ist bereit. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Laserkondensatoren. Bestückt alle Räder, Buggy, Scorpion-Panzer und Venom-Gleiter mit Spitfire-Lasern. Scorpion ist bereit. Und
Oh. Mit diesen Dose-Schaufeln können wir auch schwere Infanterie überfahren. Das ist ja auch heftig. Und wir dürfen auch eine Landeplattform machen für Venom-Gleiter. Das wird interessant. Gut, wir sollten aber auch nicht zu lange warten. Schlagen wir los! Ich häng sie alle ab! Los geht's! Schnell! Scorpion-Panzer! Scorpion ist bereit! Scorpions, vorwärts! Holt mal ein bisschen Erfahrung hier. Tut mir leid, das Gebäude wird nicht lange stehen. Obwohl, das steht ziemlich lange. Ich wäre dann soweit. Wir haben sie. In Position. Diese Firma. Da suchen wir die. Los, los. Vorwärts. Nix da. Brrr. Scorpion-Panzer. Ich hab was für Sie. In Position bereit. Scorpion-Panzer. Wo sind die Feinde? Los, los! Ich wäre dann soweit. Wo sind die Feinde? Scorpion-Panzer! Was steht da hinten? Wir sind vorwärts! Drückt den Knopf! Holt sie euch! Okay, das sah schon mal gut aus. Mal gucken, wie lange das zählt, aber es scheint zu funktionieren. Oh, die machen sich auch selbst lahm. Das ist ein bisschen uncool. Das ist wirklich uncool. Gut, alle Fahrzeuge heißt alle Fahrzeuge, nicht wahr? Oh, ich könnte jetzt natürlich hergehen und die GDI-Basis einfach einnehmen. Es ist verlockend, muss ich sagen, aber ich glaube, mit dem Botschafter, ich mach's lieber not only. Es ist Zufall. Ah, oh, wir haben die Upgrades. Na, wie gefällt euch das? Darüber! Wir regeln das. Die machen wir platt. Wenn wir schon mal Not spielen, sollte ich nicht wieder auf GDI Arsenal zurückfallen. So, rein theoretisch hätten wir jetzt Zeit. Und wisst ihr was? Ich nutze diese Zeit einfach mal, um schon mal den Stützpunkt aufzubauen. Die Zeit wird knapp. Schreiten wir voran. Baut. Was uns halt fehlt aktuell, ist ein Anti-Fahrzeug. Anti-Fahrzeug hier. Anti-Flugzeug-Sachen. Wo sind die Feinde? Ich hab was für sie. Wo sind die Feinde? Ich hab was für sie. Ich wäre dann soweit. Los, los! Mach trotzdem mal den Sammler zumindest weg. Das soll mir nicht das ganze schöne Tiberium wegernten hier. Bzzt, bzzt. So, der Botschafter soll mir erstmal schön safe and sound hier oben ankommen. Nords Pläne werden durchgesetzt. Dieses Land gehört Nord. Abgeschlossen. Ich finde es schön, dass die Geräusche so ein bisschen an Command & Conquer Tiberians erinnern. Schlagen wir los. Ich häng sie alle ab. Buggy ist soweit repariert. Buggies, wo seid ihr? Ach, da. Was steht als nächstes an? Please repair. Thank you. So, sobald wir die Raffinerie haben dann und die Räder repariert haben, dann können wir in die nächste Phase übergehen. Ausbildung. Mal ein bisschen was gegen Luftabwehr und so. Gegen Luftabwehr meine ich. Ungeeigneter Bauplatz. Wir haben die Raketen. So, okay. Reicht. Glücklich. Mal kurz dazwischen speichere. Und Party! Basis in Sicht. Ach, verdammt.
Empfange Nachricht. Die GDI hat eine beachtliche Angriffsbasis errichtet. Diese Basis bedroht unser Forschungslabor und muss zerstört werden. Mhm. Er könnte recht haben. Neues Bonusziel. Erobern Sie die Nachschubplattform. Oh, blaues Tiberium. Bau abgeschlossen. Baut. Bau abgeschlossen. Okay, schauen wir mal ein bisschen in die Richtung auch, weil da wird, ja, dachte ich's mir. Gleich ein bisschen Party abgehen. Ich wäre dann soweit. Panzerdivision. Scorpion Panzer. Ich wäre dann soweit. Abgeschlossen. Hier Raider. Was steht als nächstes an? Wir weichen nicht zurück. Geht klar. Wir weichen nicht zurück, sagt erste Befehl, Rückzug. Also zurückfahren, rückwärts fahren. Hui, oh, das geht so schön geschmeidig mit denen. Ich hab was für Sie. Okay, sieht gut aus. Baut. Machen wir mal den Schrein der Geheimnisse. Bau abgeschlossen. Psst, darf keiner erfahren, ist ein Geheimnis. So. Flammenpanzer. Flammenpanzer, Skorpions und Raketenschützen sollten Bau alles abdecken. Ausbildung. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Neue Bauoption. Feurige Zerstörung. Vielleicht ist es gar kein Flammenpanzer, sondern manuell Feuer. So. Bau abgeschlossen. Ich hätte gerne ein bisschen Saft. Feurige Zerstörung. Ich hätte gerne noch ein bisschen Saft. Bau abgeschlossen. Ich hätte gerne noch eine Kaserne. Bau. Eine Hand von Nott, tut mir leid. Feurig. Ich könnte natürlich auch sagen, ich kombiniere statt Flammenpanzer nehme ich eben Hand von Nott mit. Upgrade abgeschlossen. Suchen wir sie. In Position. So. Da haben sie einen Wake. Ja, wir holen uns erstmal den unteren Teil. Schirmt die Tanks ab. Eine Mission, ein Ziel. Vorwärts! Wir sind bereit. Wann brechen wir auf? So, wir können schon mal ein bisschen in die Richtung vorstoßen. Schon alleine, um auch mal. Ach, um das blaue Tiberium zu holen. Das wäre schon sexy. Und da drüben sind auch Kisten. Bin ich auch dabei. Geld. Ich sehe es zumindest auch. Da muss man jetzt nicht unbedingt seine Spider-Man-Sinne aktivieren. So, ran mit dem leckeren Geld. Was brauchst du? Skorpion ist bereit. Wir brennen. Wir regeln das. Sehr schön. Was ist unser nächstes Ziel? Es ist alles bereit. Machen wir nochmal einen Botschafter. Geld. Einheitenkiste. Einheitenkiste. Einen Moment mal. Ist da eine Unit drin? Wir sind bereit. Skorpion ist bereit. Schlagen wir los. Tatsache, da war ein Skorpionpanzer drin. Okay. Wie auch immer da reingepasst hat in die Kiste, wurde wahrscheinlich hier mit Zip-File komprimiert. Als Zip-File. Geldkiste, jawohl, hol mal ran. Wann brechen wir auf? Vorsichtig, ich kann helfen. Skorpion ist bereit. So, wir treffen uns dann mit beiden Trupps einfach da oben bei der GDI-Base. Klingt nach einem Plan, nicht wahr? Ja.
besetzt. Und was kriegt man? Aha. Ach, Scharfschützen. Ratet mal, wenn das egal ist. Wisst ihr was, das macht ihr mal. Zwei Scorpions. Naja. Na gut, besser als nichts. Okay, Nord braucht mehr Land. Wo? Da. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Shit, wir haben ja gerade nichts zur Luftabwehr. Aber wir könnten was machen. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Nebenziele? Nö. Okay. Oh, Bunker! Spätestens jetzt hätte ich es auch erfahren, dass die GDI Bunker bauen kann, aber ich glaube, das hat man in einer anderen Mission auch schon gesehen. Ich bin Kanes Botschafter. Hallo, Kanes Botschafter. Mich sehr Udwin. So. Jetzt reicht's. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. So, wir treffen uns jetzt mal alle bei der GDI-Basis. Für Getränke ist gesorgt. Angriff! Mist, komm, einer der Räderbuggies müssen wir durch mit seinem Pew-Pew aktivieren. Ach, der ist eh schon so. Ja, jetzt ist eh schon vorbei. Kannst du mit deinem Pew-Pew mal da rein oder so? Hier mal kurz die Sachen deaktivieren. Jawohl, so, jetzt könnt ihr nämlich nicht mehr hier bauen mit den neuen Einheiten raushauen. Und jetzt geht's hier rein. Wir haben es auch alle Bundesziele schon geschafft, ne? Das ist ja nur die Nachschubplattform. So, machen wir schnell den Bauhof weg. Und danach haben wir eh alle Zeit der Welt. Wie schnell die Kasernen draufgehen, ey. Okay, die Orcas nerven. Aber ist okay. Das machen die gerne. Ich speichere mal nur für den Fall, dass es hier noch ein Bonusziel oder einen Geheimdiensteintrag gibt, von dem ich nicht weiß. Ja, ihren Geheimdiensteintrag, das sind ja die Geheimlinge. Na gut, okay, die Räderbuggies können auch auf Flugzeuge schießen. Ich glaube, mit dem Laser-Upgrade sollten die sogar halbwegs gut schaden dann. An Flugeinheiten machen. Vor allem machen die Instant Damage im Vergleich zu den Raketen, die erstmal anfliegen müssen. Das ist auch nicht schlecht. Ob die jetzt dadurch Skrin Raumschiffe kontern, das weiß ich nicht, aber man kann es mal probieren. Nicer, dicer! Ja, das war auch noch okay. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lang, bis es anzieht. Ich wurde schon vor einigen Missionen gewarnt. Mal gucken, wann die erste kommt. So, wird da alles abgehakt, ja? Aber was muss ich machen dafür? Was muss ich dafür machen? Darf ich? Nee, ich darf nicht mehr. Okay, ich komme trotzdem wieder raus. Was könnte ich machen, um einen Geheimdiensteintrag zu bekommen? Schauen wir mal ganz kurz zusammen rein. Ich habe Exit. Genau deswegen habe ich gespeichert. Gibt's hier noch irgendwas? Hätte ich was einnehmen sollen, irgendein Gebäude. Los, die Bären baue ich ab. Da ist nochmal das sind nochmal Geldkisten, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas auslösen. Los geht's! Außer ich hätte jetzt wirklich am Anfang die Basis eingenommen. Ja, da ist nochmal ein Scorpion-Panzer drin gewesen. Ausbildung. Was steht als nächstes an? Einheit befördert. Nee, das ist jetzt einfach nur eine Beförderung. Nicht, dass ich jetzt wüsste, was ich noch machen sollte, um das noch einzunehmen. Ich glaube, ich habe doch fast alles abgelaufen. Einheiten habe ich, glaube ich, auch alles gebaut, was geht. Außer den Störsender hatten wir schon einen da.
Aber ich baue einfach mal einen. Ich mache einfach mal, was mir noch so durch den Kopf geht. Aber wenn das nichts hilft, dann... Ja, dann... Bau abgeschlossen. Leider nein. Ne, scheint nichts zu bewirken. Ach nee, Mensch, ich hab's gar nicht abgebaut hier. Baut. Oh, das hat jetzt auch nichts bewirkt. Halt, Venom-Gleiter habe ich noch gar keine gebaut. Ah, das ist es wahrscheinlich. Die habe ich ganz vergessen. Was gibt es? Ja, natürlich. Ja, natürlich, Venom-Gleiter. Ja, okay. Die wurden mir auch gar nicht vorgestellt. Ich habe es noch gesagt mitten in der Mission, wir können die bauen. Und dann habe ich es wieder vergessen. Geil. Transport anfordern. Ach nee, jetzt darf ich einfach nur... Es geht noch nicht mal um Venom-Gleiter. Es geht nur darum, dass ich Transportanleitung anfordern kann. Alles klar. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Genau, na, ich erinnere mich. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Schirmt die Teile. Gut, da haben wir's. Sehr schön. Jetzt haben wir alles abgehakt, ja? Ach, das ist Ding auch noch. Jetzt aber. Hui. Piu, piu, piu. Das sollte eigentlich den gleichen Laser haben wie die Räderbuggies, die Dinge. Haben wir auch ohne Upgrade erstmal so ein MG dran. Wunderbar. Jetzt müssen wir aber alles haben. Komm, zeig mal her. Yep, yep und yep. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann hätten wir auch das geschafft und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Atlantikküste. Bis dahin. Bye-bye.